So, hallo Leute. Also, normalerweise hätte ich es jetzt kurz gemacht, also wenn es nur 5 Tage gewesen wären. Ich spiele aber, wie man hier oben sieht. Also ich mache Let's Play mit euch zusammen. Postal 2, A Week in Paradise, also 7 Tage. Also das ist von Fans eine Modifikation. Das originale Postal war ja nur Montag bis Freitag, also nur 5 Tage. Share the Pain. Und dann kam Apokalypse Weekend 2 Jahre später und das war halt Samstag und Sonntag, also die ganze Woche. Und hier haben wir halt gleich die ganze Woche. Und einiges habe ich, also vieles habe ich jetzt schon mehrmals erzählt. Ist ja schon jetzt das 5. Let's Play, also der 5. Tag, die 5. Mission. Und ansonsten auch am Ende jetzt, also Donnerstag wird jetzt gerade hochgeladen, müsste dann auch bald verfügbar sein zum Anschauen. Ansonsten hatte ich da auch erklärt, warum ich mich als, also ich zeige es dann hier nochmal gleich. Ich tue mich halt generell als Polizist verkleiden, wenn ich hier spiele, weil es macht halt mehr Spaß. Man wird weniger belästigt, man kann halt auch mal irgendwo Scheiße bauen und Leute umlegen und irgendwo gewalttätig sein, ohne dass man klein angegriffen wird oder andere Polizisten einen verhaften wollen. Und natürlich schwarzer Humor, man kann auch irgendwo hinterhältig agieren. Ich erkläre gleich in Verbindung mit was. Man kann sich Leuten nähern, also die glauben, man ist ein Polizist, die besteht keine Gefahr und kann es halt heimtückisch ausschalten. Es macht halt Spaß. Und deswegen nehme ich ja eigentlich auch bei A Week in Paradise die Standardwaffe, von den Standardwaffen, also die im Spiel ohnehin vorhanden sind, nehme ich am liebsten hier das Scharfschützengewehr, die Schalldämpfer-Variante. Sieht man dann gleich im Spiel, also wenn ich jetzt hier weitermache an der Stelle. Weil einerseits man ist als Polizist verkleidet, also die Leute vertrauen einem größtenteils. Andererseits mit dem Scharfschützengewehr, Schalldämpfer. Wenn man es nicht vor Zeugen macht, also vor anderen Figuren hier, die dann in Panik geraten, die dann klar rumschreien und so, legt man jemanden um, irgendwo heimlich still und leise in irgendeiner dunklen Ecke oder in irgendeinem Gang, wo nicht jeder langläuft, bekommt das andere gar nicht mit, dass man gerade einen Mord begangen hat. Macht halt Spaß. Ich vergleiche es mal gerne, wer Return to Castle Wolfenstein kennt, da wisst man, ist auch bekannt, da gibt es Stealth-Missionen, also man muss halt schleichen, man muss halt mit dem Messer irgendwo Gegner bekämpfen, also man darf keinen Alarm auslösen. Es geht so lautlos wie möglich, also geräuschlos wie möglich. Tja, jetzt sind wir halt bei Freitag. Und die Vespa hatte ich jetzt auch schon mehrmals erwähnt, das ist ein Mod von mir. Also man kann auch mit der Vespa fahren, kann auch mit der Vespa Leute töten. Also die Vespa, die hier zum Spiel zu sehen ist, oder Motorola oder keine Ahnung, was das genau für ein Fabrikat ist, die hat nichts in dem Spiel zu tun. Das war jetzt reiner Zufall, dass ich mich da hingestellt habe. Also nicht glauben, die ist im Spiel vorhanden, das ist ein Mod. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie er heißt. Gut, dann geht's weiter bei Freitag. Also ich habe mich schon als Polizist umgezogen, hatte ich jetzt alles noch Donnerstag beim letzten Video gemacht am Schluss. Das ist die Waffe hier, was ich erzählt habe. Hier, I need to take a piss. Wenig auch klar, warum er mich jetzt voll quatscht. Ist halt relativ geräuschlos, also macht Spaß. Und wo er eben mich hier voll gequatscht hat hier, er muss pinkeln. Echte Fans wissen es ja, ich sag's jetzt für die, die das Spiel noch nie gespielt haben. Man pinkelt kurz und es stellt sich raus, er hat Tripper, Gonorrhoe. Also er braucht ein Medikament, also kommt noch eine Aufgabe dann dazu. Hier sind schon die Aufgaben, die erledigt werden müssen im Augenblick, 3 Stück. Wenn man dann gepinkelt hat und er stellt fest, dass er beim Urinieren Schmerzen hat, kommt noch hier unten, geht zur Klinik, holt ihr ein Tripper-Medikament dazu. Kann man nicht verhindern, die vierte Aufgabe, es sei denn, was ich auch schon gemacht habe, ich gehe sofort zur Klinik, pinkel erst, also da ist dann der Raum, wo ich dann das Medikament bekomme, pinkel erst kurz davor, dann hat er die Schmerzen, damit er das Medikament, und dann hole ich mir das Medikament. Der Nachteil ist, der jammert jetzt die ganze Zeit auf dem Weg dahin, jammert mir die Ohren voll, ich muss pinkeln, ich muss pinkeln, ich muss pinkeln.
Also hier die Stimme vom Wurzeldude, der spricht ständig rein. Also ist das schlecht, kann ich so nicht machen. Ich hätte ja die Stimme ignoriert, aber wenn ich ja gleichzeitig rede, während ich Let's Play, also spiele, dann nervt es ja, wenn der ständig reinquatscht. Also pinkel ich erstmal, da kommt halt noch eine vierte Aufgabe jetzt hier unten dazu. Hosenstall ist mit R, also Hosenstall aufmachen, pinkeln, Maustaste links. Oh, I definitely need to get this looked at. Let's see. Also jetzt vierte Aufgabe hier, holt ihr dein Tripper-Medikament. Hätte ich es nicht gemacht, wäre jetzt bis zur Klinik gelaufen, hätte die ganze Zeit gejammert hier. Ich muss pinkeln, ich muss pinkeln. Sekunde, machen wir das mit der Klinik zuerst. Also was ursprünglich keine offizielle Aufgabe war. Ja, ich will nicht nochmal auf die Karte gucken. Eigentlich kenne ich ja die Wege alle aus dem Kopf. Ah, ich war, ja, ich weiß es. Ah ja, dann hatte ich ja eh was. Moment, ich mache nochmal einen Lautsprecher aus. Hier wegen den Vogelgezwitscher, dass man mich besser hört. Dann hatte ich eh was erzählt mit der Katschi-Figur hier am Schluss Donnerstag. Man kann sie sich mit Gewalt holen, also wie es eigentlich im Spiel auch vorgesehen ist. Man kann aber auch den Katschi überlisten und kann ihn so lange einbetteln, bis er einem die Figur freiwillig gibt. Oder man tauscht ein Gary Coleman-Autogramm. Und wenn man das gemacht hat, ich habe es jetzt gemacht, das ist im letzten Video zu sehen. Sekunde, ich trinke meinen Schluck. Wenn man es so gemacht hat, also dass man es gewaltfrei bekommt, die Kreuzfigur am Schluss, also wenn man es als letzte Aufgabe macht, dann kann man natürlich auch nochmal in den Keller runtergehen und kann sich die andere Figur, wie es offiziell vorgesehen war, nochmal holen mit Gewalt. Habe ich aber leider einen Fehler gemacht. Ich dachte, ich kann kurz aus dem Level raus, wieder rein und mit dann holen. Leider war dann am Donnerstag bereits beendet. Man kriegt aber noch eine zweite Kreuzfigur am Freitag, also jetzt heute, hier im Spiel, in der Bank. Eine von denen, die da an der Bank arbeiten, die hat eine Katschenfigur, die kann man ihr halt klauen. Da komme ich ja eh auf dem Weg zur Klinik vorbei, also werde ich natürlich noch mal kurz einen Abstecher an die Bank machen. Also, los geht's. Jetzt tue ich mal keine Leute umbringen hier, jetzt laufe ich erstmal direkt zur Bank und zur Klinik. Lass mich kurz nachdenken. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Also, wo da sind wir gekommen? Hier. Hier durch. Daneben war eben so ein Schild, Elefantenfarm hier. Hier war ein Schild hier. Also, kann man sich als Gedächtnisstütze merken. Hier ist die Bibliothek, wo wir Dienstag waren. Trends, also kann man eigentlich nicht mehr betreten. Hier runter. Und hier erkennt man schon. Also dieses Wasserreservoir, das ist über der Bank hier. Von der Bank aus geht es auch relativ leicht und relativ kurz zur Klinik. Was ich noch sagen wollte, ich hatte das Licht jetzt angemacht. Also beim letzten Video hatte ich noch kein Licht an, aber jetzt ist mittlerweile hier, es wird langsam Abend bei mir. Kann sein, dass das Video jetzt eine Spur heller ist. Also ich spiele jetzt und habe das Licht dabei angemacht. Also hatte ich auch erklärt, ich habe keine Software im Moment, wo ich meinen Desktop aufzeichnen kann, wenn ich spiele. Ich filme mit der Webcam mal im Monitor, während ich das spiele. Ich habe das Spiel, das Fenster etwas verkleinert. Tut mir leid, geht nicht anders. Die Gründe habe ich jetzt schon x-mal genannt, warum.
Und deswegen, also jetzt habe ich Licht angemacht, kann sein, dieses Video ist heller als das vom Donnerstag. So. Da ich mir ja diese kreuzige Figur mit Gewalt holen will, also der klauen will, kann ich hier auch gleich, ich sag mal, ganz unhöflich, kann ich ja gleich hier einfach die Bank reinstürmen, also hier von oben durchs Dach. Muss ich gar keine Rücksicht auf irgendwas nehmen. Vielleicht sieht man sie sogar von außen, eine Sekunde. Versucht mal, vielleicht sieht man sie. Toll, na, nicht wirklich gut. Ich gehe mal runter, also in die Hocke. Nee, da war es nicht. Also da hinten ist es. Da hinten. Ich gehe nochmal, also ich springe rein in die Bank, dann gehe ich nochmal raus und gehe nochmal offiziell rein, dass auch andere das nachvollziehen. Also hier bei der Bank, hier bei der normale Eingang zur Bank. Wie gesagt, ich muss ja gar keine Rücksicht nehmen, also ich hole mir eh das Ding mit Gewalt. Automat hatte ich auch erklärt, wenn man davor tritt oder davor schießt. Ach, hört mal auf hier rumzuschreien. Ja, weil ich jetzt hier Scheiben eingetreten habe, deswegen wird jetzt hier rumgeschrien. Bis jetzt habe ich immer in die Automaten reingeschossen, jetzt drehe ich mal als Spaß, kommt extra Geld raus. Also Fans wissen es, aber ich zeige es halt für Leute, die es nicht wissen. Ja. Also ich bin jetzt rein in die Bank, dann hier die Treppe hoch. Und was sehen wir hier bei der? Eine Kreuzschi-Figur. Die wir am Donnerstag bereits bekommen haben. Entweder einfach so mit Gewalt bekommen. Ich habe sie halt von Kreuzschi abgebettelt und musste halt dadurch keine Gewalt ausüben. Die nehmen wir natürlich, oder? Ja, ist klar, also das gefällt ja nicht. Also bringen wir sie mal zum Schweigen. Jetzt haben wir zwei Kreuzschi-Figuren. Nobody is taping this. Move along. Und den Tresor können wir auch nochmal ausrauben, wenn es klappt. Moment, ich mach mal kurz, weil die Witter schreien in den Lautsprecher aus. Den Tresor kann man auch ausrauben, wenn es klappt. Ich habe es eben schon mal bei Donnerstag gezeigt. Normalerweise kann man ja Montag den Tresor ausrauben, wenn man hier seinen Scheck nicht einlösen will, hier am Schalter, wo die Karte weggerannt ist, hier an dem Schalter. Und jetzt habe ich ihn am Donnerstag nochmal ausgeraubt, weil am Donnerstag ist der Tresor wieder befüllt, also mit Bargeld. Möglicherweise ist er jetzt am Freitag nochmal befüllt. Also kann ich ihn sogar das dritte Mal jetzt die Bank ausrauben. Mal gucken, ob es geht. Ja, es ist wieder Bargeld drin. Also am Montag habe ich die Bank ausgeraubt, anstatt meinen Scheck offiziell einzulösen. Am Donnerstag habe ich sie ausgeraubt, jetzt kann ich sie nochmal ausrauben hier. Hatte ich auch gezeigt, bücken bei dem einem Geldbündel, also C, rankriechen, hier, da kriegt man es. Ansonsten so kriegt man es nicht.
Irgendwann hört der Alarm wieder auf hier, das Getröne. Ja, hier draußen ist eh nicht so laut. Schnauze. Hier draußen ist eh nicht so laut. Und hier hat ich auch gezeigt, wo ich da gerade die Scheiben von der anderen Seite eingetreten habe. Hier ist normalerweise nochmal Geld oben auf dem Schrank. Also, ohne jetzt zu betrügen, ohne mir jetzt mit Cheats Geld zu verschaffen, ich habe mir jetzt Geld verschafft, indem ich die Bank noch zweimal nachträglich ausgeraubt habe. Und dann hatte ich auch was dazu gesagt, wo man auch noch Geld herbekommt, also eine Menge Geld, nicht nur einzelne Bündel, wenn man Leute auf der Straße unten so umbringt, oder hier die Automaten. Gegenüber von der Polizeistation in dem Hotel, das sind irgendwelche Bankräuber, die kann man Donnerstag oder Freitag berauben, also kann denen die Beute abnehmen. Und über den Supermarkt, wo diese Terroristen-Weiber da sind, im Schrank, da ist auch nochmal Bargeld, also eine ganze Menge Bargeld. So kann man sich Geld verschaffen und hat noch seinen Spaß dabei und muss nicht mal cheaten. Die Räume können wir uns sparen, wie gesagt, hier gibt es nichts Wertvolles. Also hier liegen keine Waffen oder irgendwas anderes, was man gebrauchen kann. Die Räume können wir uns schenken. Gut, also Klinik. Ja, du, das braucht auch keine Fensterscheiben mehr. Habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, den Spruch, aber er passt ja. Also nicht hier, in anderen Videos habe ich den Spruch schon mehrmals erwähnt. So, Klinik ist der kürzeste Weg. Sekunde. Die noch. Nothing to see here. Autos hatte ich erklärt. Ich tue ungern Leute umbringen, hier wo die Autos stehen, weil wenn ich die Autos aus Versehen mit dabei treffe, explodieren die, kann das Spiel abstürzen. Also ich versuche eigentlich, Explosionen zu vermeiden. Es sieht schön aus, ist klar, wenn was explodiert, aber es bringt ja nichts, wenn das Spiel dadurch abstürzt. Und hier war auch einer, hatte ich auch schon mal darauf hingewiesen, ab Donnerstag, ab Freitag steht er hier oben hier. Hey, I hope nobody is taping this. Deswegen bin ich hier an der Ecke stehen geblieben. Die kommen nicht vorbei, sonst würden sie herausrennen. Also man kann ja nicht alle mit einem Mal erschießen. Es sei denn, man nimmt halt eine Granate oder irgendwas. Also wenn ich einen Raum betrete und es halten sich mehrere Personen auf, hier an der Tür irgendwo stehen bleiben, am besten hier mitten im Türraum hier, dass sie nicht an einem vorbeikommen und die wollen ja flüchten, die geraten ja in Panik, also kann man sie alle mit einmal dann erwischen. Also nicht alle auf einen Schlag, aber halt, man kann sie schön erwischen, ohne dass einer von denen noch schnell rausrennt. Weil wir wollen ja vermeiden, dass die draußen die anderen Leute in Panik versetzen. Wir wollen ja unseren Spaß haben und trotzdem nicht auffallen, also das gleich richtig Tumult und Unruhe ist. Wir wollen ja heimtückisch unseren Spaß haben, also hinterhältig. Deswegen sage ich, man muss schon schwarzen Humor mitbringen, also Sinn für schwarzen Humor. Warte, User in Cactus-Kiwi, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, also warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, weil mir ihre Let's Plays gut gefallen haben von Postal 2. Da ging es hier los, da hat sie eine Machete gefunden, hat herausgefunden, dass man die Machete wie ein Bumerang werfen kann. Da wurde es dann auch ziemlich schwarzhumorig. Also, ich glaube, ihr von 40 Videos, die sie zu Postal 2 gemacht hat, Video Nummer 5 oder Video Nummer 6. Davor war es relativ banal. Also, sie hat halt eine angenehme Stimme, also sie macht gute Let's Plays, aber es war halt nicht so überragend. Und dann war es richtig lustig, wo sie ab hier die
Machete gefunden hat, die sie wie ein Bumerang werfen können, dass sie wieder zurückkommt. Und bei mir ist es halt das hier, also dass ich als Bulle verkleidet und mit einem Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer arbeite. Dass ich mich auch heimtückisch irgendwo den Leuten nähern kann und kann sie aus nächster Nähe erwischen. Und habe auch nicht gleich hier Panik ausgelöst, also es kriegt nicht jeder mit. Hier gibt es manchmal oben noch was zu holen hier. Munition, Dings, also ich brauch's nicht. Die Leute, die nicht cheaten, irgendeine Munition, irgendein mein Napalm, was ich jetzt am Donnerstag bekommen habe, hier Napalm-Granaten, Napalm-Patronen. Gut. Ah ja, wo ich auch nochmal Spaß hin wollte, ins Asylum, also. Da gibt's keine Aufgabe, aber. Ich guck da gerne mal rein. Hier ist ein Kopf, also den kann ich nicht so mit dem Ding hier zerstören. Da brauche ich die Schrotflinte. Halt. Jetzt habe ich Kraft gemacht, das wollte ich eigentlich vermeiden. Das meine ich. Hier. Kaum schieße ich mit der Schrotflinte, war es laut, kommt der angerannt. So hätte ich gar nicht gemerkt, wenn ich hier auf den Kopf mit Dings geschossen hätte, mit Schalldämpfer. Hier. Ich habe den gerade erschossen, die da vorne haben das gar nicht mitgekriegt. Das macht halt Spaß. So, ich habe die erschossen. Die da sehen ruhig weiter, als ob nichts gewesen wäre. So, wenn sie es gehört hätte durch Schrotflinte, wäre sie ja gleich alarmiert gewesen, wäre sie weggerannt. Und hier manchmal klappt es halt auch. Mehrere, also gerade wenn sie nebeneinander hintereinander stehen, mehrere mit einem Schuss, aber das kennen wir ja von anderen Waffen. Ne, wer tut denn hier rumjammern? Also mich hier anmachen, nicht rumjammern. Irgendjemand schnallt mich doch hier voll. Ich habe da hier jemanden gehört, der immer hier mich provoziert hat hier. Komm her, come on, fight like a man. Hat der jetzt hier im Klo versteckt oder was? Wahrscheinlich hier beim Weg. Hier beim Weg ist er irgendwo weitergelaufen. Ah ja, ich wollte nochmal kurz ins Asylum. Also hier geht's dann zur Klinik. Ach hier, hier ist einer. Hier geht es dann zur Klinik hier. Von der Bank aus. Also von da sind wir gekommen, Bank, und hier geht es dann zur Klinik. Aber ich komme da mal kurz. Asylum, also Irrenhaus. Macht halt auch Spaß. Ich glaube, hier war ich auch noch nie drin. Das ist so eine Art wie Stadtbüro, Touristenzentrum. Ich zeig gleich, warum ich. Ach, hört doch mal auf hier reinzureden. Ich zeig gleich, warum ich das nochmal im Video haben wollte. Ja. Moment, ich stehe mich da hin. Ich muss gucken, dass die Schrift nicht auf dem Kopf steht. Ich muss es mit Fliegen machen. Sekunde. Ich mach's mit Fliegen. Also, dass ich fliege, nicht die Tiere fliegen. Jetzt habe ich gerade Fliege eingetippt. Also ich gebe einen Cheatcode ein, dass ich fliege. So, da kann man es nämlich besser sehen von oben. Moment, ich mache meine Waffe weg. Sekunde. Hier ist nochmal die Karte, also von der Stadt, wo ich mich befinde. Hier wäre es halt als Karte gewesen mit den Aufgaben. Und hier ist halt als, kann man sagen, halbwegs realistische Karte. Also hier spielt dann nochmal die Stadt. Also ich bin hier, also hier ist mein Wohnwagen, wo ich immer starte jeden Tag. Und hier, also deswegen heißt das Spiel Amiga Paradise.
Ist halt dann auch in der Stadt, also Paradise, Paradies. Mit AZ ist ja klar, Arizona, also Amerika. Gut, haben wir das auch erledigt. Also ich fliege jetzt einfach weiter, ist ja egal. Ich muss ja nicht laufen. Ihr werdet halt jetzt laufen, also die nicht schieden hier. Ich tue halt den Weg, wie gelaufen wird, jetzt fliegen. Bin ich mir auch nicht sicher, in Scherterpen kommen keine Kühe vor. Apokalypse Vegan ist klar, gibt es ja dann Tourette-Zombie-Kühe. Hier kommt halt auch Kühe in Vegan Paradise vor. Ja, also muss man auch aufpassen, die werden auch aggressiv hier. Bei Scherterpen waren es nur Katzen und Hunde. Moment, ich muss eine Waffe nehmen. Ja, auch Platz. Ihr seid durchgeknallt, also ihr seid als Irrnase hier. Ist halt Asylum, also Asyl, also Sanatorium. Drüben ist das Hauptgebäude, ich gehe klar rüber. Medipack brauche ich nicht, also andere wird das brauchen. Jetzt ging die Kugel durch seinen Kopf und hat die Glasscheibe mit kaputt gemacht. Waffe, also brauche ich auch nicht. Also irgendwie sind die durchgedreht hier. Oder das war die Kuh, die da verrückt gespielt hat. Ja, dass die Kuh Tiere und Menschen umgebracht hat. Ich habe den Hund hier nicht getötet. War bestimmt keine Ahnung, hier die verrückte Kuh da vorne hier, die da aggressiv wird. Hier liegen ja überall Leichen hier, das war die Kuh. Keine Ahnung, was mit der Kuh hier los ist, warum die so aggressiv ist. Die Zombie-Kühe sehen ja anders aus, also kommen wir ja später Samstag noch dahin. Samstag oder Sonntag. Nothing to see here. Apokalypse Weekend, also hier dann im Fall Vegan Paradise, Samstag oder Sonntag kommen ja dann die zombifizierten Kühe. Tür hier offen. Moment. Da geht erstmal rein hier. Halt's mal. Ich kann nicht hier vorbei, wenn der gleichzeitig hier die Tür aufmacht. Es sei denn, ich würde die Tür hier mit Gewalt wegschießen. Also wegsprengen. Der ist außer Funktion. Also normalerweise gibt es da Sicherungskästen, die man benutzen kann, also durchschießen kann. Hier natürlich nicht, der ist außer Funktion. Waffen, also nicht für mich, aber für andere vielleicht interessant hier. Jetzt kann man Waffen erbeuten. Also das hier muss man nicht machen jetzt mit dem Asylum, ich mach's als Spaß. Deswegen tue ich auch als Spaß immer hier die Fensterscheiben kaputt machen oder einschließen. Soll ja auch Spaß machen. Es soll ja nicht nur ein reines, es soll ja nicht nur ein reines Let's Play sein, also wo ich zeige hier, lauf da lang. Wir wollen uns ja amüsieren. Ja, nix. Hier sitzt manchmal einer auf dem Klo, heute mal nicht. Wenn das hier passiert,
Ich muss einen Augenblick warten, bis die Wirkung nachlässt. Ja. Jetzt. Wenn das hier passiert, was eben passiert ist, dass alles so verzerrt aussieht, das liegt an diesem Zeug hier. Also die werfen dann irgendeine Spritze nach mir und die macht halt mal kurz diese Wirkung, also dass ich dann hier alles verzerrt sehe. Da ist es halt blöd mit sich wehren, also zu zielen. Gut, also hier gab es nichts weiter. Jetzt halt noch mehr von dem Mist gegeben, also dass man die selber als Waffe benutzen kann. Und hier hätte es halt noch Medipacks zu geben. Gut, also Klinik. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass heute weniger Verrückte hier in den Zellen waren, irgendwie, dass manchmal mehr drin sind. Weil da macht es natürlich mehr Spaß. Zelle auf Tretentür. Derjenige, der in der Zelle ist, ist überrascht. Erstmal voll auf den Kopf, also ins Gesicht schießen. Ich überlege gerade, ob ich die Kuh hier hinten erlösen soll. Weil irgendwie scheint die Opfer zu sein hier. Ich will gar nicht hier drin arbeiten. Jetzt können sie mich ja nicht treffen von da oben. Ja, ich laufe mit der Kuh hinterher, vielleicht bringt die noch Leute um, also rettet noch Leute über den Haufen. Ja, komm Kuh, töte welche, da, mach den kalt. Ja, genau, den auch noch. Ist auch praktisch, ich lasse hier die Kuh die Leute umlegen hier. Und ich sammle einfach das Bargeld ein. Es stand sogar hier am Auto, jetzt hätte ich die Chance, das Auto zum Explodieren zu bringen, die Kuh. Na, da drinnen steht noch einer, komm, mach ihn auch noch kalt. Komm her, lauf hierher. Hier, zu mir. Mach den hier kalt, komm. Ah, klappt nicht. Mal gucken, wo sie hingerannt ist. Ist die jetzt hier die Treppe runtergerannt, die Kuh? Ah, da oben ist sie. Weil ich schon ein erstes. Hey, I hope nobody is taping this. Moment. Weil ich schon ein erstes langes Video jetzt von Donnerstag gemacht habe. Und nochmal eine kurze Pause dazwischen und jetzt gleich weitermachen Freitag. Also kann sein, dass. Someone stole my donuts. And now you're all gonna pay. Ich etwas unkonzentriert bin. Na, ich dachte, die tötet den, na, ist egal. Wo sie jetzt hingelaufen ist, dort. Kann sein, dass ich jetzt etwas unkonzentriert bin. Ah, jetzt kommt sie, die Horrorkuh. Na, jetzt habe ich die ganzen Leute umgelegt, die hätte die Kuh jetzt normalerweise noch gekillt. Ja, ist egal, also. Erlöst man sie von ihrem Leiden, wo ist er? Da. Die wird sich ja sonst nur quälen, also jetzt haben wir sie halt erlöst. Wenn ich das Auto jetzt zum Explodieren gebracht hätte, wo sie hier stand, wäre die Kuh zerrissen worden und auch hier. Wollte ich ja nochmal zeigen. Also nur eine Trappe hier, also nicht wirklich fest. Wenn hier das Auto explodiert, dann ist auch hier der halbe Zahn mit weg hier. Also ist nicht wirklich stabil. Wäre halt hier jetzt das Autofrack gewesen, die Kuh wäre wahrscheinlich zerplatzt und der ganze Mist hätte jetzt genauso hier rumgelegen hier. Habe ich halt leider nicht schnell genug reagiert. Also Klinik, Moment, hier ist noch einer. Und da einer. Ja. Ich check mir mal Kaffee nach, kann sein. Ich habe jetzt letztens nur zwei Tassen getrunken, ich habe noch mal so viel geredet. Ganz vergessen, dass ich hier Kaffee stehen habe. Ich trinke jetzt mal eine Tasse, also ich check mir eine frische Tasse Kaffee nach. Vielleicht tue ich da wieder besser zielen. Moment bitte. Oder Augenblick bitte.
Ich habe einen geschenkt, ich muss noch Milchpulver und Kaffee machen. Moment, ich muss mal umrühren. Ich erzähle gleich was dazu. Also Klinik hier. Ich bin jetzt halt geflogen, also man kann da laufen, aber es geht auch, wenn man reinfliegt in Levelübergang. Dann machen wir kurz den Ton weg. Ich spiele mit Maus und Tastatur, also ich habe die klassische DVD-ROM-Variante, also hier das Fetchpack. Also richtig installiert auf dem Rechner, nicht hier Stream und so ein Mist, sowas benutze ich nicht. Da muss ich halt Maus und Tastatur spielen. Das ist immer blöde, wenn ich nebenbei einen rauche oder nebenbei Kaffee oder was nachschenke. Kann ich ja, also ich habe ja auch nur zwei Hände. Kann ich ja nicht weiterspielen, muss ich ja mal kurz unterbrechen. Also von da sind wir gekommen hier. Jetzt hier weiter als vor. Dann hier nach links. Ich lasse jetzt mal die Leute in Ruhe, bis wir in der Klinik waren. Hier war die Napalmfabrik. Jetzt ist halt alles zerstört. Vorher war hier Napalm der Schriftzug zu lesen. Aber haben wir jetzt am Donnerstag bereits gemacht. Also gab es Explosionen. Jetzt ist halt der Schriftzug hier nicht mehr zu lesen. Hier geht's hoch. Also von da dann hier nach rechts. Ich bin jetzt den Leuten ausgewichen. Ich will ja, wie gesagt, im Augenblick nicht einmal glauben. Ich will erstmal das mit der Klinik noch schnell machen, dass wir zwei Aufgaben geschafft haben. Nee, warte mal. Ja, eine Aufgabe, also sind immer noch drei offen dann. Die Panzer kann man auch zur Explosion bringen, für Leute, die es nicht wussten. Die hätten, was total absurd ist, die Benzinkanister drauf, fliegt so ein Panzer in die Luft. Oder mein Schatztransporter, richtiger Panzer ist es ja nicht. Das hatte ich auch schon mal gezeigt hier. Da liegt normalerweise Geld auf dem Schreibtisch. Ich glaube, das letzte Büro war es. Also mich greifen die nicht an, weil ich als Polizist verkleidet bin. Eigentlich würde jetzt hier, man müsste kämpfen, also wenn man normal reingeht. Ja, ja. Es lohnt sich doch, oder? Nehmen wir natürlich mit. Naja, hier bin ich ja schon mal reingelaufen am Donnerstag. Ich laufe mal aus Spaß hier runter, hier waren wir ja noch nie. Damit das auch mal zu sehen ist. Also hier geht's ins Lager. Hier findet man auch noch was hier, Rundkuchen, Hamburger, Waffen, also wer Waffen braucht. Ich will jetzt verteilen. Scheren. Ja, hier geht's noch nicht ins Lager, also war's weiter. War es oben. Also wenn wir reingekommen sind ins Gebäude die Treppe hoch. Also wie gesagt, hier ist es das dritte Büro vor der großen Tür mit dem Geld im ersten Stock, also wenn wir reinkommen ins Gebäude. Die anderen beiden Büros war glaube ich nichts Wichtiges. Hier ist halt hier die Treppe hoch. Und da ist der Lagerraum hinten, also geht es dann aber zum Lager runter. Ja, hier, ne, hier die erste Tür war's. Halt mal ab. Hier. Da laufen halt da ein paar Leute rum, also kann man halt mitnehmen. Someone stole my donuts. Now you're all gonna pay. Hier ist auch ein Levelübergang. Im Grunde, ich mach da oben noch die beiden. Ah, hier ist noch einer. Ich sehe schon, also das ist hier wäre jetzt Kirche, also Friedhof Kirche. Hier wäre Einkaufszentrum, also nach rechts, links, also so wie ich hinzeige.
links Friedhof, rechts Einkaufszentrum, Güterbahnhof geradeaus. Also man kommt kurz vor der Kirche, kurz vorm Güterbahnhof raus. Halt. Und warum ich überhaupt lang gelaufen bin, manchmal steht hier vorne noch Zeug zum Einsammeln. Also hier, wenn man hier oben rausgekommen ist aus dem Lager. Jetzt muss man aufpassen hier mit den Steinen. Gibt es manchmal einen Hänger, also man muss hier genau gucken, wie man hier die Steine wieder hochkommt. Es sei denn, man fliegt, wie ich es eben gemacht habe davor. Man macht Flugmodus, also cheatet. Genau, hier stehen Bierflaschen. Ich weiß nicht, was die geben, irgendwie wie essen, also geben irgendwie kurzzeitig ein bisschen Leben oder irgendwas. Ach nee, die sind doch nicht zum Greifen, also lieber. Ich dachte, man kann sie einsammeln. Tut mir leid, also ich dachte wirklich, die Bierflaschen kann man mitnehmen. Hier ist da eben jemand langgelaufen, hier. Die da sowieso ist klar. Ah, hier. Jetzt hat irgendeiner von denen hier so einen Panzer explodieren lassen. Ich weiß nicht. Irgendeiner hat jetzt gerade diesen Panzer explodieren lassen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, Warenhaus, hier gibt es nochmal Geld und hier rüber geht es zur Klinik. Man sieht es glaube ich auch schon. Ja. Ja, also Levelübergang hier, das Tor hier. Der Tunnel und da drüben steht es ja. Mensch. Schrei hier nicht so rum. Nothing to see here. Weiber halt. Gee, I hope nobody's taking this. Man kann keine Angst haben, man muss hier nicht. Ja. Man kann auch Angst haben, man muss hier nicht klar rumschreien, hier wie bekloppt hier. Also sind halt Frauen. Die denken aber, wenn sie schreien irgendwo, da sind sie in Sicherheit. Also hier geht's zur Klinik. Hier Levelübergang. Also pinkeln. Ist eigentlich auch ganz einfach, wenn man reinkommt. Ich lasse es mal jetzt die Leute in Ruhe. Entweder mit der hier reden. Moment, ich mach die Waffe weg. Aber ich glaube, da versteht man nicht, was die einem antwortet. Hello. Hi there. Can anyone help you? I'm experiencing a sort of burning, itching, spewing kind of effect. Could you pull down your pants? Ja, also irgendwie soll meine Hose runterlassen. Also nicht so gut zu verstehen, was er antwortet. Aber ich kenne ja einen Weg aus dem hier. Die Dinger sind ja nicht umsonst da hier, diese Hinweisschildchen. Also immer dem Fall folgen hier. Also man muss nicht mit der reden, man kann ja hier durch die Schilder wissen, wo man hin muss. Hier ist keine Markierung irgendwie, aber ich glaube, das war's. Ne, ein Stockwerk höher. Ne, Moment, hier hinten war die Treppe. Also man muss hier vorbei, deswegen zeigt der Pfeil noch da, also hier die Treppe hoch. Die können wir uns jetzt sparen mit der zu quatschen, da hinten sehen wir das nächste Schild. Ja. Und hier ist es ja offensichtlich, also wo der Pfeil hin zeigt, hier eine Tür. Ja. Hallo, Officer. Ja, zu dir komme ich gleich. I am Lament Akira 9000. Please step forward and urinate. If you have a small bat, step up closer to the plate. Try not to splash me. Ich erkläre gleich, wie man es macht. Also, ich mache es ja ohnehin. Ich wollte nur kurz was dazu sagen, also bei den Einspielerfilmchen, wenn sich jemand wundert, warum die Figuren manchmal so ein bisschen wie in die Länge gezogen sind, ich habe es ja erklärt. Ich filme mit der Webcam meinen eigenen Monitor ab, also ich habe das Spiel verkleinert. Kann sein, dass deswegen bei so Einspielerfilmchen das Bild etwas gestreckt ist. Tut mir leid. Also man springt hier drauf, auf diese Plattform hier. Ein Hüpfer. Reißverschluss auf. Und hier sieht man es ja schon. Also versuchen da rein zu strollen hier. So lange bis es reingezogen wird, bis es von selber
genug hat. Damn it, I said, don't splash me, impudent human. Good God, that is disgusting. Thanks for the urine. Have a nice day. Ja, und das ist meine Tripper-Medikament. Also ich guck, sag's nochmal hier, achtet mal auf den Urin, wie der aussieht. Ja. That's gonna be sore tomorrow. Grün, also irgendwie ganz komisch. Oh, Mommy. Next. Aufgabe erledigt. Also hier oben hab ich's. Aber wie gesagt, ich nehme es jetzt mal ein und dann pinkel ich nochmal, damit man halt den Vergleich sieht. I feel better already. Ja, also man sieht schon Unterschied, oder? Das ist mit da hinten der Fleck, also wo ich noch krank war, und das ist jetzt ohne, also wo ich gesund bin. Also man erkennt ja einen Unterschied. Gut, was machen wir als nächstes? Könnte Onkel Dave machen, also hier Geburtstagsgeschenk abgeben, Freitag. Das ist in der Nähe von der Klinik, da habe ich es nicht so weit. So mache ich es ja meistens. Also ich mache erst Klinik, dann mache ich Onkel Dave, dann gebe ich mein Päckchen ab, beziehungsweise hole mein Päckchen, dann muss ich wieder einen Riesenweg laufen. Ich kann aber auch, wie gesagt, zeigen, wie es da kürzere Wege gab, um dahin zu kommen. Und den Motor mache ich in der Regel zuletzt. Aber das mache ich eigentlich ja nur, wenn ich Share the Pain spiele, also Motor bis Freitag, und da lasse ich ja den Motor aus. Ich will ja dann immer noch weiterspielen, ohne das Spiel zu beenden. Also ich kenne das Spiel schon auswendig. Ich lasse in der Regel die Aufgabe mit dem Motor offen und spiele dann immer wieder weiter, also nutze zum Spaß. Ja, also diesmal mache ich, weil wir ja ein richtiges Let's Play machen, erst den Motor, dann Onkel Dave und das Päckchen zuletzt, weil das ist der weiteste Weg. Also ich befinde mich jetzt hier. Und ich muss zum Päckchen, muss ich wieder ein bisschen runter. Ja. Also man sieht ja, hier bin ich. Erst Motor, das ist etwas kürzer. Und dann halt Onkel Dave, das ist etwas länger, aber auch ungefähr in der Ecke. Und dann erst hier Päckchen. Also erst Motor. So, jetzt kann ich wieder fröhlich töten, jetzt kann ich ja wieder ordentlich pinkeln. Jetzt macht's wieder Spaß. Someone stole my donuts, and now you're all gonna pay. Schnauze. Wir gehen natürlich runter. Wir wollen ja alle erwischen, nicht nur der oben hier. Hello. Hi there. Schnauze. Aber Moment, hier drüben war noch eine. Also nicht die, ich meine jetzt die dritte Eingangstür zur Klinik. Dritte Dresden. Mit der dritten Schwester, machen wir Platz. Wieder weg hier. Hier da drinnen steht sie. Ich wollte es nicht fest. Ich wollte jetzt nicht die Fenster eintreten, da wäre sie gleich gewarnt gewesen hier. Jetzt hat die gerade hier die Fenster kaputt gemacht, also jetzt ist sie schon gewarnt. Ja, wo ist der Bulle? Warte, ich bin Bulle. Mal sehen, ob sie immer noch mit mir spricht. Normalerweise, wenn sie einmal gewarnt ist, spricht sie ja nicht mehr mit mir. Ja. Also normalerweise wollte ich sie nochmal grüßen und ihr dann eine ins Gesicht verpassen, aber jetzt war sie schon gewarnt hier. Jetzt macht es halt mehr Spaß, hier die Leute erst freundlich anquatschen und dann... Gut. Someone stole my donuts. Now you're all gonna pay. I hope nobody is taping this. Hier gibt's glaube ich irgendwas. Nee. Ja, doch, eine Crackpfeife. Moment. Hatte ich auch erklärt, kann man nicht mitnehmen. Ich mach's so als Sinn, das ist immer kaputt.
Toilettenparadies. Da gibt es, glaube nicht wertvolles. Hier war noch ein Molotow-Cocktail hier zu mitnehmen. Mach Platz. Donuts, aber wie gesagt, ja gut, ich habe es eingesammelt. Donuts und Bargeld. Und da oben, das ist Sackgasse, also könnte mal abstürzen, könnte mal ein Stückchen Leben verlieren. Bei mir ist wurscht. Hier, wenn ich hier einfach drücke. Gut, Motor, ja, also hier wieder zurück. Wo die Napalmfabrik ist hier. Ich weiß nicht, ich gucke nochmal ins Büro rein. Hier vielleicht das Bargeld wieder im Büro. Also das hatte ich auch schon mal erwähnt. Ach, Jab. Wenn man ins Level rausgeht, wieder reingeht, sind die Leute wieder da. Und manchmal hat man auch Glück und Sachen sind wieder da hier. Also die man bereits schon dreimal sich geholt hat. Mal sehen, also ob es immer noch hier das Bargeld liegt. Nein, also nochmal ist es nicht da. Dafür muss jemand sterben. Zur Strafe dafür durch diesen Umweg nochmal gelaufen bin jetzt. Habe ich noch jemanden? Am besten Polizist. Ah ja, oben. Erster Stock. Wo ist mein Bargeld? Hier. Hey, I hope nobody is taking this. Also, ich werde doch die Taschen voll gemacht, hä? Bestechlich. Habt ihr mal Bargeld geklaut, ihr Bullenschweine? War auch lustig hier, Moment. Ah ne, hier nicht. Manchmal ist dann hier die Toilette total versifft, verkeimt. Aber hier sind sie wahrscheinlich sauber. Oder springst du durcheinander mit Shadow Pain. Ja, hier sind sie alle ordentlich, die Toiletten. Also es gibt da... Entschuldigung. Kaffee und Rauchen. Wissen wir hier, Hustenreiz. Es gibt da Stellen wie hier. Da sehen die Toiletten hier total verkeimt und versifft aus. Voll geschissen und so. Wo ist mein Bargeld? Ne? Du Schwein. Gut, Motor. Jetzt mache ich auch mal so einen Panzer hier. Moment, erst die beiden. Da liegen noch zwei, also die vier. Na, gibt's das? Bleib stehen. Also der ist schon in die Luft geflogen, aber ich teste es nochmal. Moment, erst hier die Kunden hier weg hier. So, wollen wir hoffen, dass jetzt kein Absturz ist. Sekunde. Also wie gesagt, hier Benzinkanister hinten dran. Ja, so sieht man es nicht, wenn er explodiert. Also ich mach's so. Ja, das klappt nicht beim ersten Mal. Ich habe eigentlich die also Explosionsstärke in Erinnerung. Ah, jetzt. Also war die Exe. War die wegen, ich mach mal kurz aus, wenn die hier rumschreien. War die erste Explosion vorhin nur so eine Art wie eine Vorexplosion, also noch nicht die eigentliche. Und erst wenn man mehrmals auf die Benzinkanister schießt, erst dann explodieren die Panzer richtig hier. Ja, und so ist es halt mit den Autos. Also macht man das zu oft. Hier, der brennt jetzt, ist klar. Wie die Leichen, also die Typen, die hier waren, die Körper durch den Panzer sind sie halt zerrissen worden. Na, wo ist der Kunde hier? Der brennt hier. Ach, irgendwo rennt er rum. Ach, da. Hat halt noch ein bisschen andere angebrannt, die er berührt hat. Moment, ich erlöse ihn von seinen Quallen. Voilà. Ja, cool.
was ich gerade sagen wollte, also mit den Panzern hier, Autos. Also wenn man das so aufmacht, es ist halt schön, es sieht lustig aus, wenn da irgendwas explodiert, aber das Spiel kann abstürzen. Ich weiß nicht, ob es bei der Stream-Variante auch so oft passieren kann. Hey, I hope nobody is taping aber hier bei der Variante von DVD-ROM hier, also hier Fatschpack, richtig installiert auf dem Computer, gibt es öfters Abstürze und das hängt da nicht mit dem System zusammen. Ich habe die Abstürze heute noch und heute mittlerweile habe ich meine Rechner alle aufgerüstet. Also es liegt definitiv nicht am Prozessor oder am Arbeitsspeicher oder so, ja. Ich war ja viel zu schnell. Ich wollte den Weg erklären. Ja, naja, jetzt komme ich gleich. Hat der mich eben dem Mann gemacht hier? Nothing to see here. Also da bin ich gekommen. Da wird es wieder dahin gehen, wo ich jetzt gerade hergekommen bin hier. Und Moto ist hier. Ah, ich räume erstmal eine Runde auf. Jetzt muss ich aufpassen, Auto steht dahinter. Ich sagte ja, also ich würde ungern Leute erschießen hier, wo Autos in der Nähe sind. Also ich versuche mal die Leute um die Autos herum zu jagen oder halt zu warten, bis sie von den Autos weggehen und erst dann. Das hat nichts mit Prozessor oder Arbeitsspeicher oder irgendwas zu tun. Also das Spiel kann abstürzen, wenn zu viele Explosionen sind. Nothing to see here. Hey, I hope nobody is taping this. Deswegen ist es auch besser, wenn man hier keinen Granatwerfer benutzt, wo die Autos aus Versehen durch einen Granatwerfer mitten in die Luft zu liegen oder keine Handgranaten oder Dynamit und was es hier alles für Exklusivwaffen gibt, also lieber hier ein Schuss. Macht halt, dauert halt länger, also wenn man hier wirklich jeden jetzt kalt machen will, aber macht halt mehr Spaß. Hier muss ich aufpassen, da steht's Auto. Also am besten etwas näher rangehen hier, dass wir nicht aus dem Sehen. Oh, was willst du jetzt von mir? I hope nobody is taping this. Ja. Nothing to see here. Mach dich ab, geh beiden. Wenn es geht, nicht die Leute umbringen, wo die Autos daneben dahinter sind. Also, dass die Kugel durch die Leute durchgeht und geht ins Auto rein und das Auto fliegt in die Luft. I hope nobody is taping this. Hier beim Panzer ist egal, die sind ja schon explodiert, also. Da muss ich nicht irgendwo Rücksicht nehmen. Da kann ich auch hier, wenn einer davor steht, jetzt nochmal drauf. Ja, der ist eben da reingeflüchtet, habt ihr gesehen. Er denkt auch hier, wenn er da. Da steht er noch. Ich dachte, er rennt hier hoch, hier, dass er denkt, wenn er hier hoch rennt, kann er mir hinkommen. Aber keine Chance. Hier ist klar. In der Regel liegt hier oben Munition oder ein Scharfschützengewehr, also. Hier liegen halt Granaten, Wurfsterne. Kann man halt schön vom Dach aus hier, wie hier ihn zum Beispiel. Oder den hier. Ich mach mal etwas Zoom. Kann man halt eine Runde hier Amokläufer hier vom Dach aus spielen hier. Aber wie ich sagte, das hat er gerade gestellt, weil ich einfach untergegangen bin. Wie ich bereits sagte, man muss es nicht gewalttätig spielen, man kann es auch friedlich spielen. Also das Spiel ist nicht irgendwo ein Killerspiel, wie es immer so gerne heißt hier. Ein Ballerspiel. Also man kann es auch komplett friedlich spielen und kann die Aufgaben erledigen. Ich muss mir was anderes zu trinken holen, wenn ich hier Kaffee trinke und rede. Ich brauche was die Stimme besser hält. Hier kotzt da irgendjemand Eier. Ah, ja. Der war noch nicht ganz tot hier. Habe ich auch erklärt, wenn man jemanden nur verwundet, sonst lassen sie ja Bargeld oder irgendwas fallen. Man muss nochmal nachträglich auf ihn schießen, wenn er nur verwundet ist, ansonsten lässt es ja Bargeld nicht fallen.
In der Regel, wenn der jetzt Bargeld dabei gehabt hätte, wäre es jetzt erst hier da gelegen. Nicht vorher, wo er noch rumkriecht. Also so macht es halt mehr Spaß, ist klar. Fröhliches Gemetzel, da ist auch noch einer im Wasser, also hier in der Brühe. Jetzt ist er weg. Also jetzt ist er unter Wasser. So macht es halt mehr Spaß, aber man kann es halt auch friedlich spielen. Irgendwie habe ich Probleme, ich will immer Friedrich sein. Na, noch niemand vergessen. Ah, da hinten ist noch einer. So. Ist ja wurscht, wenn ich bei der Schrottplatz mit meinem Motor, wenn ich rauskomme, sind die alle wieder da. Also. Ja, jetzt mache ich mal Spaß noch die Katze da hinten. Obwohl ich eigentlich Katzenfreund bin. Später muss man es ja machen, also Freitag hier. Apokalypse, da tun ja die Katzen hier sich im Brummkreisel verwandeln und regnen vom Himmel runter, da können ja die Katzen ein gefährlich werden hier. Hier ist jetzt, wie gesagt, die Treppe ja immer noch zugänglich. Ich dachte, man kommt nicht mehr rein. Hier durch die Explosion, also ehemals Napalmfabrik. Also man kann immer noch rein, aber es gibt halt nichts Neues. Das, was wir haben am Donnerstag, unser Napalm, das ist jetzt bei uns und ansonsten ist ja nichts mehr Interessantes. Also von da bin ich gekommen, hier. Auf der Karte hätten wir es auch gesehen. Da bin ich Fall, hier Alternator. Also Schrottplatz. Moment, die Katze, ja gut. Ich wollte sagen, ich bin Zielfernrohr, aber ist sie wohl. Gut, also Schrottplatz. Und drin ist auch was Lustiges, ich zeig's gleich. Sekunde, ich trinke mal meine Tasse Kaffee aus. Also man hat gesehen, jetzt habe ich schon besser gezielt und besser getroffen. Ich habe, ich brauchte Koffein, also die Konzentration hat nachgelassen. So, weiter geht's. Ich habe jetzt, Moment, hier vorne ist er. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, also wie immer. Man hat im Spiel in der Regel immer zwei, manchmal sogar drei Möglichkeiten. Ich kann meinen Motor bezahlen bei dem Fuzzi und da führt er mich zu einem Autowrack und verkauft mir einen gebrauchten Motor. Und da muss ich mir halt nur wieder freikämpfen mit Hunden. Normalerweise findet man da Hundekuchen und kann die Hunde auch sich zu Freunden machen. Das wäre Version A, ohne Gewalt. Allerdings man halt Geld auszugeben. Ich habe zwar genug Geld, aber wie gesagt, ich sehe es einfach nicht ein. Macht ja weniger Spaß. Version 2 ist, ich töte den Typen, ich töte die Alte hier. Und hat man es eben gesehen, Moment, ich mache es ohne Seefernrohr. Da, man erkennt sie schon. Die steht genau drunter. Also was machen wir da Lustiges? Wir schießen auf die Kette, das Auto fällt auf die, erschlägt sie. Und den Typen müssen wir uns halt hier normal vornehmen. Oder das leichteste, ich schwebe einfach hin zum Motor, also das wäre dann Cheat. Also fliege jetzt, hol mit dem Motor, fliege wieder raus hier zum Ausgang. Die Hunde können mich ja nicht, wie gesagt, erreichen, wenn ich fliege. Und fliege einfach wieder, also gehe einfach wieder raus. Also ich finde die Version, die ich gerade mit dem Auto vorgeschlagen habe, am witzigsten. Das ist eigentlich die Version, die am meisten Spaß macht. Ich glaube, ich brauche nicht mal das Zielfernrohr, ich muss nur mal exakt zielen. Weil ich will ja gleichzeitig die Kette treffen und will gleichzeitig darunter filmen, also dass es auch zu sehen ist, wie das Auto runterkommt und die erschlägt hier.
Also suche ich mir am besten eine gute Stelle. Überleg halt, kann ich hier drauf klettern? Oder ist es von hier hinten? Oder ist es von hier hinten besser? Das soll ja Spaß machen. Also. Ja, hier wäre sie auch zu erkennen gewesen, da steht sie. Aber hier stehen halt die Autos im Weg, also es soll ja gut aussehen. Wir wollen uns ja amüsieren. Also probieren wir mal hier uns drauf zu stellen hier. Da steht sie, da ist das Auto. Jetzt muss ich halt doch die Mann noch kurz nehmen. Achtung, Kette. Moment. Ja, was ist jetzt los? Ja, hat noch nicht geklappt. Da muss ich auf das Auto oder schießen. Jetzt. Na ja, gut. Sah nicht so spektakulär aus. Also ich habe es wirklich... in Erinnerung, das kommt dann explodierend, brennt runter und natürlich ist ihr Körper hier komplett zerrissen. Also wir haben es zumindest gesehen, aber es war nicht so schön, wie es mir eigentlich vorgestellt hatte hier. Wenn sich jemand über das Geräusch hier wundert, da hinten erkennt man es ja schon. Ja, das ist lustig hier. Ich bringe heute seine Tochter oder wer das war um. Ja, klotzt nicht auf. Ach, da kommt schon der erste runter. Wenn sich jemand über das Geräusch wundert, hier die Schrottpresse, normalerweise, wenn ich dann das mit meinem Motor erledigt habe, müsste ich da wieder raus, also müsste mich da wieder drunter durchmogeln. Ist ungefähr das gleiche Prinzip wie in der Brauerei, wenn man sich aus der Brauerei befreit mit dem Förderband, wo auch so Zeug ein zerquetschen, erschlagen kann. Geht jetzt der Kopf nicht kaputt. Also der für ein Quadratschädel, dass sein Kopf nicht kaputt geht. Also wahrscheinlich kamen die Hunde hier schon raus. Hier, ansonsten sind sie hier. Ja, da sind noch welche. Ich kann mich erinnern, wenn ich die jetzt umlege, also mal kurz betrüge, Flugmodus mache und da reinfliege und die umlege, die kommt trotzdem wieder. Also es bringt nichts. Also ich hätte jetzt normalerweise bezahlt hier. Nee, warte, falsche Richtung. Habe ich mich jetzt total verfranst. Ah ja. Scheiß Schrottpresse hier. Ich kann halt ein bisschen Lautsprecher ausmachen. Ich kann es halt nur machen, wenn der Lautsprecher aus ist. Ich hätte normalerweise jetzt hier bezahlt, wenn ich jetzt Geld hätte verlieren wollen. Der hätte mich hier hintergeführt hier. Hier an dem Hundezwinger hier vorbei. Hätte halt gesagt, hier steht das Auto. Wir haben diesen Motor, also hast du ja bezahlt, den wir verkauft. Und dann wären die Hunde gekommen, ich hätte mich halt der Hunde erwehren müssen. Also der Typ hätte mich in Ruhe gelassen, das Weib hätte mich auch in Ruhe gelassen, wo ich das Auto auf sie drauf stürzen lassen habe. Ich fand die Version mit dem Auto lustiger, wenn es nicht so explosiv war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich dachte, es sieht spektakulärer aus. Ne? Ich wollte es halt zu eurem eigenen Vergnügen ein bisschen spannender und lustiger machen. Also wir haben Motor. Next. Jetzt muss ich schnell auf das Auto hüpfen. Also wenn das Filmchen hier vorbei ist.
So, da können Sie mich schon mal nicht mehr beißen. Waren das alle? Nee, ich glaube, da kommen noch welche. Also, so hätte man sich zumindest der Hunde leichter wehren können. Aber hier ist einer. Wäre selber nicht gebissen worden, weil mir aufs Auto hochgesprungen ist. Man hätte aber auch die Hundekuchen hier nehmen können, die wir schon haben. Hier gibt es auch noch welche auf dem Schrottplatz. Also man hätte sich erst ein bisschen umschauen können hier auf dem Schrottplatz, bevor man da vorne zu dem Typen geht und seinen Motor bezahlt. Man hätte erst Hundekuchen einsammeln können. Manchen gefällt das, Hunde zum Freund zu nehmen. Ich finde es witzlos, weil ich ja eh ohnehin unsterblich bin, also betrüge. Ich brauche das nicht, dass ich Hunde zum Freund nehme. Aber ich mache natürlich das mit der Presse jetzt mal für euch, also dass ich nicht einfach betrüge und rausschwebe, aber ich höre es schon. Ja, ich habe eben schon Hunde gehört hier. Ah, da. Ist ja das Gute, wie bei Zombies, man hört sie ja. Also man weiß genau, klar passiert irgendwas. Hier ist klar, nicht rein, da ist noch einer. Da nicht irgendwo reinlatschen, hier wird Leben abgezogen. Bin ich überhaupt richtig, ja. Ja, von hier sind sie ja gekommen. Ja, ich hatte schon wieder jemanden, also einen Hund. Ach, ja. Sind halt immer blöd zu treffen, weil sie so schnell hin und her springen. Also hier ist besser mit Granat oder irgendwas. Mit einer Waffe hier, die hüpfen so schnell hin und her hier, ist immer schwer, die genau zu erwischen. Es sei denn hier, wie ich gesagt habe. Normalerweise hätten wir hier Waffen, also um die Hunde anzubrennen, Medipacks, wenn man gebissen wird und Hundekuchen gefunden. Also wir hätten halt die Hunde uns zum Freund machen können. So, Moment, jetzt habe ich durch die Hunde gerade mich ablenken lassen. Ja, wo ist die Scheißpresse? Ah ja, noch einer. Zwei, drei. So ist es halt einfacher. Also Gewehr, also Dings ist ein bisschen schlecht hier, wenn sie zerplatzen. Die springen so schnell hin und her, schwer zu treffen. So, gut, Moment. Zur Sicherheit, man kann ja nicht wissen. Ich habe die Katze jetzt gemacht, weil die wäre jetzt allein gewesen, ohne Herrchen hier, ohne Besitzer. Also im Grunde habe ich der Katze noch einen Gefallen getan. Ja. Man darf nicht so nah rangehen, weil hier genau der Level überkommen ist. Ansonsten ist der weg, also man läuft das Level durch. Ja, dann bleibt sein Kopf halt dran. Ja, das meine ich. Also, wenn ich jetzt näher angekommen wäre, Level übergangen, ist der Typ ja nicht mehr da. Oh, Moment, falsche Waffe. Naja. Gut, also Onkel Dave, ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, fast so, wo wir eben schon mal waren hier.
Also ich ignoriere jetzt mal hier die Vögel hier. Die wäre es halt schön gewesen. Ach, die Schreierei hier immer. Das Rumgeschrei hier. Ja. Hier wäre es halt schön gewesen, wenn jetzt viele Leute am Auto stehen, Auto drauf schießen, dass alle vom Auto gleichzeitig getötet werden. Ja, genau. Also wir müssen wieder zurück Richtung Klinik. Das ist eigentlich der kürzeste Weg zu Onkel Dave. Ich sag gleich was dazu, wenn ich drüben bin. Also sonst normalerweise von daheim aus immer die Wege. Und hier halt von der Klinik aus, man kann Schrottplatz erledigen, man kann Onkel Dave erledigen. Also Klinik am besten immer zuerst erledigen. Hier, gerade weil er ja sonst rumjammert, ich muss pinkeln. Am besten immer die erst pinkeln, dann hier Zeug holen und dann von der Klinik aus die beiden anderen Aufgaben und Parcel Center hier Päckchen zuletzt. Und den habe ich mir schon gerecht hier in der Brauerei, die mich Mittwoch damals überfallen haben. Das sieht man ja im Video vom Donnerstag, also mache ich jetzt nicht nochmal. Es kann sein, Sekunde, ich, wenn ich drüben bin. Also hier kommen wir wieder Richtung Dings raus, Kirche, Güterbahnhof und da in der Nähe müssen wir auch dann, wo Onkel Dave zu finden ist. Ich zeige es dann gleich. Kannst du nämlich mit, aber wenn ich sie nicht brauche, also ich benutze sie nie als Schalldämpfer für meine Gewehre. Ja, also ich sag das ja eigentlich schon. Erst Klinik, dann Schrottplatz, dann Onkel Dave, dann Parcel Center. Und hier ist es, wenn wir hier rauskommen, hier vor. Also nicht in Richtung Kirche, aber wie gesagt, wir müssen erstmal da durch. Oder wenn wir von daheim aus zuerst zu Onkel Dave fahren. Wollt ihr mich über die Seite wollen? Hey, somebody stop you! Ich hab den gar nicht getan, labert er mich dumm von der Seite voll. Oder wenn wir von daheim als erste Onkel Dave wären, da wo der ehemalige Arbeitgeber ist, dann hinter dem Arbeitgeber diesen Tunnel. Das ist alles im Video vom Montag oder Dienstag, glaube ich, zu sehen. Also hier dahinter, hinter dem Leiter Levelübergang ist mein ehemaliger Arbeitgeber, wo ich Montag als erstes war. Ne, erst habe ich die Milch geholt, dann habe ich meinen Arbeitgeber gemacht. Und da ist es, wenn man von da kommt, hier. Und da drüben ist Onkel Dave, hier dieser Tunnel. Also es geht zu Onkel Dave. Und da geht es zu Onkel Dave, wenn man von daheim aus zuerst losgeht. Oder hier, wenn man erst in der Klinik war, da wo ich jetzt gerade hergekommen bin. Und hier hatte ich auch schon was gesagt. Es gibt ein paar Leute wie den, Moment. Hey. Hi there. Ja, das ist der Hartgeld. Es gibt ein paar Leute wie ihn hier. Oder in Richtung Parcel Center mache ich dann nochmal. Die verkauft Donuts. Oder den Typen, wo ich wohne, der Crackpfeifen und selbstgebrannten Fußes verkauft. Oder meinen Nachbarn. Es gibt ein paar Leute, die ich generell besuche, also wenn ich dort Level komme. Es macht immer wieder Spaß, die von vorne, also immer wieder neu umzulegen. Hat halt schon eine gewisse Tradition, wenn ich spiele. Also für mich. Wäre hier irgendwo Hinweis gewesen hier? Ja, hier oben nur religiös Kult, also religiöser Kult hier, Compound. Ja. Also so hätten wir es auch gewusst anhand der Karte hier. Da bin ich. Und da oben ist Onkel Dave. Also hier der rote Pfeil, da oben muss ich hin. Ich kann auch hier mit dem Mauszeiger drauf zeigen, da bin ich, da muss ich hin.
Aber ansonsten hier wäre nur im Schildchen der kleine Hinweis hier gewesen, hier oben hier. So, Moment. Jetzt mache ich mal kurz aus der Luft. Also fliegen. Ich wollte gerade sagen, kann sein, dass das Video kürzer wird. Also wohin wollte ich das eigentlich schon sagen? Als die bisherigen. Es sei denn, ich laufe jetzt vor der Apokalypse, bevor hier anfängt, kotzt zu regnen und so weiter, laufe ich noch ein bisschen rum und mache halt noch ein paar. Genau, ich wollte das große Ghetto ja auch nochmal zeigen. Ich mache halt noch so ein bisschen Besuche hier im Level aus Spaß. Also lege halt Leute um, damit es lustiger wird. Hier sieht man ja schon, also. Dahinter geht es der Onkel Dave, hier wird von Polizei belagert. Hat man jetzt die Wahl, diesen Weg hier zu nehmen? Muss ich einen Augenblick warten. Ich gehe mal kurz. Please stay inside. Do not attempt to leave the building. Pay no attention to the men with the torches. Stop oppressing us. We're innocent bystanders. We recommend you douse yourselves with something flammable and gather in a confined space. The good book told me to make you die, then myself. Someone's gotta take over. Now! I ain't dying for this. I want this situation neutralized. Move out! I'm on. Go, go, go! We're not zealots. He's led and die of leading Ethan scum. Secure the area. Comb the perimeter. Moment, geht klar weiter. Ich habe mal einen Aschenbecher ausgeschüttet und mir was geholt, was die Stimme besser ölt. Sekunde, fliegt Flugmodus wieder. Hat man jetzt die Möglichkeit, es ist ja wie gesagt schon zu sehen gewesen mit der Polizei. Flugmodus funktioniert wieder nicht. Hat man jetzt die Möglichkeit, aber jetzt kam mit das Filmchen schon hier lang zu gehen. Da kommt das Filmchen, was eben zu sehen war. Also hier natürlich sich dann wehren hier. Die Polizisten greifen einen an, die Hunde greifen einen an. Hier auch Militär. Da ist es hier, das Gebäude. Wow, Uncle Dave's having a party. Oder? Also angenommen, man hätte das Filmchen erstmal noch nicht so schnell abspielt. Ich fliege nur und die kriegen trotzdem mit, dass ich hier... schon bin hier. Oder, Sekunde, den noch. Weil der schlägt mir klar Alarm hier. Wenn ich von hier gekommen bin, also hier ist der Tunnel her. Ab da, wo die ersten Barrikaden beginnen, statt da weiterzulaufen, hier. Also über den Hügel hier rüber. Und man sieht es ja schon, hier geht's runter. Hier kommt eine Treppe. Hier ist eine einzelne Polizistin. Wow, Uncle Dave's having a party. Und wie man erkennt, wir wollen das Gebäude betreten. Sekunde. Ich mache auf Flugmodus wieder beenden.
ich hätte nicht fliegen müssen. Ich habe es jetzt als Bequemlichkeit gemacht, dass ich da hingeflogen bin. Oder? Da steht eine, die hat aber kein Gewehr und keinen Granatwerfer. Also die ist nicht so gefährlich. Erstmal hier aufzuholen. Wir wollen ja ins Gebäude und natürlich wollen wir ja ins Gebäude, ohne dass die uns auf den Sack gehen. Also mir werden sie nicht auf den Sack gegangen, ich bin ja verkleidet. Wenn man normal als Zivilist hier das spielt, also ohne Verkleidung. Der hat normalerweise einen Granatwerfer, der ist eigentlich gefährlich. Hier sind sie alle komischerweise nur mit Spielzeug bewaffnet. Verstehe ich nicht. Moment, die sind hier unten hier. Abgekommen. Wollte hätte hier, ich kann da nochmal eins zur Explosion bringen, ne? Sind irgendwo voll direkt neben dem Panzer, ne? Doch die hier.